Hallo miteinander. Heute zeige ich euch eine Kirschtorte mit Schattenmorellen bzw. Sauerkirschen. Da könnt ihr Dosenkirschen oder auch frische Kirschen nehmen. Das ist euch selbst überlassen. Und dazu brauchen wir auch einen Mürbeteig. Und um diesen noch besonders fein zu machen, kommt hier für Mehl auch Weizenpuder bzw. Speisestärke dazu. Also das Mehl wird ein Teil davon ausgetauscht, etwa ein Drittel, also 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke für den 1, 2, 3 Mürbeteig. Die Butter mit Zucker glatt rühren, glatt arbeiten, muss nicht schaumig sein, das ist nicht nötig. Und dann das Mehl mit dem Weizenpuder sieben und darunter geben und mit der Maschine weiter bearbeiten. Ich könnte jetzt noch länger arbeiten oder länger mit der Maschine bearbeiten vielmehr, aber das will ich nicht. Ich will auch den Teig spüren mit der Hand, also mache ich den Rest mit der Hand zusammen. Er ist sehr, sehr weich, so ist es auch gewollt, weil ich den jetzt nicht kalt stelle zum Ausrollen, sondern einfach eindrücke in die Form. Hier habe ich eine Springform mit dem Durchmesser von 26 cm. Eine 28er kann man natürlich auch nehmen, wäre vielleicht auch ratsam, damit die Torte auch nicht zu hoch wird und besser backen kann. Ja, der Teig wird jetzt einfach reingedrückt. Die Hand immer wieder in Mehl eintauchen, damit der Teig nicht hängen bleibt, und gleichmäßig eindrücken auf das Backpapier drauf bzw. Butterbrotpapier, und dann wird er vorgebacken. Und in der Zwischenzeit, solange der Mürbeteigboden im Ofen ist, die restlichen Zutaten zu vorbereiten. Die weiche Butter und der Zucker gleich in den Rührkessel einwiegen und dann anschließend das Mehl mit Weizenpuder und Backpulver. Das wird dann zusammen gesiebt. Backpulver und Speisestärke mit Mehl immer sieben, damit auch alles schön gleichmäßig verteilt wird und das Mehl locker wird. Der Zucker zum Eiweiß schlagen wird separat abgewogen. Ihr habt ja bestimmt am Rezept oben gesehen, dass die Butter für die Rührmasse und Zucker extra aufgeführt sind, und für Eiweiß, da brauchen wir dann etwas mehr Zucker, und deswegen wird der extra abgewogen. Und die Eier werden getrennt, aber so sollte man es nicht machen, damit kein Goldfischchen dazu kommt. Immer jedes Eiweiß extra in eine Tasse und dann zurück in den Kessel. Das ist viel besser. Inzwischen ist auch der Mürbeteigboden gebacken und jetzt kann es losgehen mit der Masse rühren. Die Butter mit Zucker und ein Eigelb habe ich schon vorgerührt. Und jetzt kommen die restlichen Eigelbe so nach und nach dazu. Es wird jetzt die Masse wahrscheinlich grieselig werden, weil das einfach zu viel Eigelbe sind für die wenige Butter. Und das kann fast nicht klappen, höchstens mit viel Geduld und langem Rühren. Aber das macht überhaupt nichts aus, wenn das jetzt etwas grieselig ist und deswegen alle Eier Eigelbe zusammenreihen und nochmals dann vom Rand lösen und gut durchrühren. Wichtig ist, dass die Butter und der Zucker gut verteilt sind. Also wie gesagt, nochmals zusammen vom Rand lösen und nochmal gut durchrühren, und schon ist die ganze Sache wieder mal fertig. So geht es einwandfrei, es ist ganz leicht grieselig und das macht wirklich nichts aus. Das kann man gut so lassen. Und jetzt ist es wieder gut, wenn man sich auf seine Maschinen verlassen kann.
Ich habe jetzt in meinem langen Backleben schon die zweite Bosch, aber von der alten Bosch baugleich habe ich den Rührkessel behalten und auch die anderen Zusatzgeräte, die konnte ich alle wieder verwenden. Und das ist jetzt wirklich ein großer Vorteil für mich. Ja, das Eiweiß schlagen mit einer Prise Salz. Erstmal gut anschlagen und dann kommt der Zucker dazu. Ich mache das immer so, dass ich den Zucker auf 3 Raten dazugebe. Immer wieder gut ausschlage das Eiweiß und dann wieder ein Stück Zucker dazu. Das heißt ein Drittel jedes Mal ungefähr, je nach Menge, wie groß die Zuckermenge ist und wie viel Eiweiß ich zu schlagen habe. Maschine kurz schalten, langsam darunter rühren und dann wieder volle Pulle. Das kann gute 10 Minuten, 15 Minuten dauern, bis dann diese 6 Eiweiß geschlagen sind, richtig. So, und jetzt sind wir fertig mit dem Eiweißschlagen. Das Eiweiß ist wunderbar, schön fest, so wie ich es haben will und nicht flockig. Jetzt kommt etwas Eiweiß von dem Geschlagenen unter die zugegeben flockige Butter darunter, wird glatt gerührt und dann kommt das Ganze wieder zurück zum Eiweiß. Jetzt lässt sich die Butter ganz einfach unter das Eiweiß rühren und natürlich wird der Kessel, natürlich meine ich damit auch die Rührschüssel, mit Kessel, da verbinde ich das immer mit 30 Eier oder noch mehr. Und ich stehe eigentlich wirklich nicht mehr in der Backstube, sondern in meiner Küche. Ja, also das wird jetzt alles leicht untereinander gerührt und sehr, sehr vorsichtig. Und dann kommt Mehl dazu. Normalerweise wird das von einem zweiten Mann, Frau, vorsichtig dazugegeben. Aber wenn man alleine ist und bei dieser kleinen Menge ist das nicht so schlimm. Also wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Ihr seht, das ist Originalgeschwindigkeit. Vorsichtig, liebevoll darunter heben, bis alles oder vielmehr das meiste darunter ist und jetzt den Rest dazu. Und da lasse ich jetzt ein klein wenig über. Das brauche ich später nochmal. So, und jetzt doppelte Geschwindigkeit, also nicht jetzt einfach drauf losrühren, sondern immer noch liebevoll darunter heben, leicht melieren, den Kessel bzw. die Rührschüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das ganze Mehl gleichmäßig verteilt ist. So, und jetzt kommen die Kirschen, die sind gut abgetropft. Da kommt jetzt das restliche Mehl dazu und etwas Zimt. Das wird jetzt gut gemischt und das soll bewirken, dass die Kirschen in der Masse im Teig nicht absinken während dem Backen. Ich hätte etwas mehr Mehl dazugeben sollen, aber kleine Fehler sind ja auch erlaubt. Und ich sage euch ja auch, wie ihr es nicht machen sollt. Und deswegen kommt jetzt alles in die Springform. Der Boden, der Mürbeteigboden ist jetzt ausgekühlt in der Zwischenzeit und alles sauber aus der Rührschüssel nehmen und einigermaßen gut glatt streichen und ab in den Ofen. So, und jetzt aufgepasst, wie ihr seht, ich klopfe jetzt den mit den Fingern ab, ich taste ihn ab. Und hier in der Mitte, da ist es zu weich. Das heißt, der Boden ist nicht ganz fertig und das rächt sich dann. Ich habe es doppelt mal die Zeitlupe. Hier seht ihr, genau da liegt der Fehler. Und deswegen habe ich jetzt eine Torte, welche nicht ganz durchgebacken ist. Sie wurde aber trotzdem gegessen und habe ich festgestellt, dass ich diese Torte, diesen Kuchen auf jeden Fall noch einmal backen werde, für mich ganz privat.
Nicht um es euch zu zeigen, dass ich es wirklich besser kann, sondern weil es ja wirklich sehr gut ist. Ja, und jetzt kommt das Blech unten raus, damit der Kuchen die Torte gut durchkühlen kann. Es warten ja schon die Kaffeegäste darauf und er muss ja noch abkühlen. Mit dem Messer drunter rühren, mit der Palette und das Papier entfernen. Und jetzt kann er auskühlen. Und wie ihr seht, ist er eingefallen, genau da, wo er noch nicht fertig war. Etwas Puderzucker darüber und fertig ist die ganze Sache. Ja, und das hat man einfach ein bisschen weggeschnitten. Ihr seht, ist etwas verunglückt, aber trotzdem gutes Gelingen. Viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.